Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Dogecoater-Komplexes und Lenkradapter für Hundeleinen im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Non-Stop Dog VR Non-Stop Beaker Antenna. Wenn Ihre Hundeleine nicht gespannt ist, verhindert die Non-Stop-Fahrradantenne, dass sie im Vorderreifen Ihres Fahrrads oder Rollers eingeklemmt wird. Es besteht aus Stahl und Aluminium und ist sowohl für Zweiräder als auch für Vierräder geeignet. Es wurden Unbraco-Schrauben verwendet. Die Antenne ist für Lenker mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm ausgelegt und kann ohne zusätzliches Zubehör außer der Leas am Lenker montiert werden. Die Größe des Fahrrads oder Rollers hat keinen Einfluss auf die Zusammenstellung. Das Modell hat eine robuste, gut verarbeitete Optik und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Umzug auf Nummer 4 haben wir der Dova 62.000 Valky Dog Plus. Diese reißfeste Edelstahl-Fahrradleine wird mit einer einfachen Steckverbindung befestigt und hält sicher, so dass Sie mit Fahrrad und Hund angstfrei spazieren gehen können. Der Valky Dog Plus wurde für Fahrräder entwickelt, funktioniert aber genauso gut mit einem Roller oder Rolle. Der Bajonettverschluss hat ein wenig Spiel, was der Funktion der Leine und ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch keinen Abbruch tut. Die Leine enthält außerdem einen Abstandshalter 37,5 cm Länge, um zu verhindern, dass Ihr Hund beim Joggen dem Fahrrad zu nahe kommt, sowie drei rinnenlegende Federn, die sehr stabil sind, aber Geräusche erzeugen können. Auf Platz 3 haben wir der Clickfix Mousing Set. Dieses Paket umfasst eine Antenne sowie einen praktischen Lenkradapter, der auf Lenker mit einem Durchmesser von 22-26 mm passt. Es kann auf Fahrrädern oder Rollern platziert werden. Es besteht aus leichtem Aluminium, Kunststoff und einer formstabilen massiven Edelstahlfeder. Das wasserdichte Set leistet hervorragende Leistung, ist einfach zusammenzubauen und der Abstandshalter ist lang genug, um zu verhindern, dass eine Linie die Reifen erreicht. Das Set ist jedoch etwas teuer, da das Kunststoffset etwas dünn wirkt und unter Umständen ziemlich leicht bricht. Dies wird durch den hilfsbereiten Kundensupport ausgeglichen, der den Artikel umgehend ersetzt. Umzug auf Nummer 2 haben wir der Dogecoater Hunderoller. Dieses preiswerte Hundescooter-Komplettset ist ideal für Einsteiger, die die Aktivität zum ersten Mal ausprobieren möchten, und hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Hundescooter leistet auf Asphalt sowie auf Wald- und Wiesenwegen hervorragende Dienste, ist jedoch nur für bescheidenes Gelände und nicht für umfassendes Gelände geeignet. Es verfügt über einen höhenverstellbaren Lenker, einen Ständer sowie Speichenreflektoren und ist bis zu 125 kg belastbar. Der Roller wird teilmontiert geliefert und muss zu Hause zusammengebaut werden, was nicht schwer ist. Lediglich das Einstellen der Bremse verursacht Probleme und dauert einige Zeit, wenn Sie kein Profi sind. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Dogecoater Hundescooter. Dieser Mastersport 26 20 Zoll Hundescooter konnte sich als Testsieger in dieser Serie etablieren und gilt somit als bestes komplettes Hundescooter-Set. Es eignet sich besonders gut als Einsteigermodell und toll, wenn Sie einen Hund haben, der gerne trainiert und trennt. Das Kit wird mit Halterungen und einer Antenne zum Befestigen der Hundeleine geliefert und ist bis zu 120 kg belastbar. Der Roller wird halb fertig geliefert, aber Sie müssen die Montage bei Lieferung abschließen, was nicht schwierig ist. Der Roller verfügt über ein höhenverstellbares Lenkrad sowie Reifen, die 26 Zoll hoch und 20 Zoll hoch sind. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.